Absafter, bringen wir noch einen Bau auch mit oder was bringt denn der mit? Weiß nicht, aber ich glaube, der Mann vor mir hat getrunken. Der bringt ja. Der hat noch Bier holen. Ich wollte kurz sagen, der wird Bier mitbringen. Werfen wir mal einen Buff vorbei, bringen so ein bisschen Schnitten mit her. Das wäre ja auch nochmal was, Svenny, ja? Wenn wir nochmal solche Weiber hätten, die du wieder in den Stuhl setzen kannst, die ich bitte erst wo dann regeln, ja? Die du einfach hinstellst. Wir sind übrigens schon live, ne? Also. Achso, Mensch, du bist doch bescheuert, Junge. Ach, das dämliche Geningel kommt doch gut an. Kann ja auch nicht so viel verraten, was wir noch auf der Map machen. Genau, jetzt zumindest nicht. Denkt dran, immer schön abgrüßen. Ach ja, er Roter. Bestimmt von der Stasi. Glück auf. Machen wir noch Brigadebesprechung. Na, ich dachte, soweit alles klar, oder? Dann können wir ja machen. Können wir gleich aufs Feld fahren. Würde ich machen, nochmal auf der Feld fahren und dann nochmal kurze Besprechung. Habt ihr jetzt schon Schwaden gemacht? Nee. Eieiei, wer schlenkert denn da so? Na, du wieder, hä? Ja. Ja, ich spiel ja mit Controller, Dingsbums, ja. Das da durch wird gleich gar nicht. Das ist ja Stricher. Steht hier so blöd rum. Arm machen. Ah, da muss ich wieder ins Gras gucken, ey. Junge, Junge, hier ist was los. Beuge. Kontaminiert jetzt, ey. Das ist so faust, ist auch schon da. Angehöppelt. Absaft hat wieder Kondome geholt, ja. Tag, die Herren. Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, ne, Basti fängt an und schwadet. Ja. Und Danny hinterher, oder was? Ja, andersrum. Weg, ne? Wenn dann musst du erstmal 2-3 Bahnen wenden, bevor du schwaden tust. Na ja, dann los. Mein Anlass ist kaputt. Oh. Oh je. Der Russe klingt nicht gut. Da geht der nächste in die Werkstatt. Dann müssen wir Starthilfe geben. Na, ist ein Kurbel mit, Junge. Warte. Das geht ja. Rüber gehen ja, vorne die Jungen gleich an den Knochen, ja.
Bretter, der lang, der kennt den halt auch durchgefressen. Und Basti schert dann ein, wenn er zwei Bahnen fertig hat. Genau. So, wie spät haben wir es auf der Map? Um 8, gleich. Ja, mal frei. Bester Zeitansatz. Sonnenaufgang sieht gut aus. Ja, schon mal ein paar Beweisfotos machen. Die Himmeltexturen und so, wenn du ganz, ist schon eine Ecke besser geworden wie es auch vorher. Ja. Viel besser. Das ist geiler als auch bei Regen oder bei Nacht, jetzt richtig geil geworden. Ja. Eieiei. Oh Gott verdammt, ich krampf im Bein. Haben wir doch da. Hätte eigentlich noch einer mit dem Wender fahren können. Ja, die Nachrichten kommen zwar jetzt nicht gerade an. Was? Die Nachrichten kommen im Chat nicht an. Mal gucken. Mal bei uns auf der Facebook-Seite noch posten, den Link. Live sind. Ich kann gerade nichts posten. Ich habe mein Dings angemacht, sodass ich jetzt hier halt volle Kontrolle über den Stream habe. Sonst müsste ich wieder ausmachen. Ich mach das gleich. Okay. Ja, WhatsApp auf dem Rechner. Hoch. Lass mich erst ein Stück vorausfahren, Basti. Naja. Haben wir wenigstens Sport-Zuschauer? Aktuell 4.
Zeit ist noch nicht viel los. Diese. Danny, wie schnell fährst du? 20. Gut. Kann ich ja eigentlich schon. Ich bin eben nur auf 15 gefahren. Untergeregelt. Kann ich ja eigentlich schon loslegen, oder? Du kannst anfangen, Sven. Hänger stelle ich hier hin. Geht los mit Pressen, ja? War eigentlich noch zu früh, aber ja, im Spiel. Eine feine Sache mit der Presse, wa? Wird im Multiplayer besser wie im Singleplayer. Aber mein Stream ruckelt. Ein bisschen. Jetzt geht's grad. So. Ah, jetzt ist einer daneben gegangen, oder? Da liegt noch eine drunter. Ah, wird da eine daneben. Ich komme mit dem Hochschmeißen nicht mehr hinterher. Warte, schalt mal an. Hat hier vorne unterm Vorderrad, unter der Vorderachse liegt auch noch eine. Passiert, dass da mal welche daneben gehen. Falk? Ja. Soll ich dir mal ein paar Grasschwaden machen? Kannst du machen. Er kann doch dann hier einen zweiten Schwad, wenn du unten bist, kann er doch dann schon hochfahren. Ja, ja. Ach, wird einer daneben.
ganz schönes Ding. Gibt's gar nicht. Das ist gute Arbeit geleistet. Was sagst du? Ich sag, das fett schön das Ding. Hast du echt gute Arbeit geleistet, ja. Das ist so realistischer. Entgegengesetzt, wenn der Autoload-Anhänger hinten dran hetzt, weißt du? Welchen Schwad fährst du hoch? Ganz ruhig hochkommen erstmal. Machen hier vorne erstmal das kleine Stück fertig gerade. Wo wollen die dann hinfahren? Kuhhof oder was? Würde ich sagen. Bist du so weit weg, hä? Bloß die Frage ist, wohin, ne? Ne, die Scheune, nein. Scheune drin abkippen. Das gibt die Mega von Eggert. Warum, was los? Das sehen wir beim Runterfahren wieder. Na, wie ihr das auf eurer Lehndorf gemacht habt mit die zusätzliche Stelle, das sah ja auch richtig geil aus. Ja, da war ich wieder am Wochenende ein bisschen kreativ. Ach, will er dann nehmen. Hä? Ziel war so gesoffen, Juri, hä? Wo ist er hin? Achso, alles klar. Die Hühnerstelle muss da noch ein bisschen ändern. Danny, atmen! Also Schnaufen ist immer so extrem leider. Jetzt habe ich mal einen Schutz drum gemacht. Ah, fällt wieder runter. Ist jetzt gerade mal einen verloren und bleib drauf. Muss immer bloß mit dem Vorderrad genau neben der Spat fahren, dann haut es optimal hin. Nee. Jetzt kannst du. Und da liegt noch einer auf der Deichsel. Ja, so lange wie sie nicht runterfällt. Ah. Oha. Und ab. Aber welcher Ronny hat denn hier unten den Hänger so ehrlich hingestellt? Ich. Wieso richtiger Ronny, ey? Richtiger Jens Maul. Ah, ich glaube, du musst einen mal auf den Hänger klettern, ne? Bitte verteilen. Ah. Ja, die fallen dann vorne alle wieder runter, warte mal.
hinne. Kommst du hinne? Ja, ist gut. Ja, die nicht raus, warte. Warte, lass mich auch mal umdrehen. Geh mal kurz auf den Hänger und leg die mal ein bisschen um. Oh ja. Die alten Knochen. Ja, schmeiß dich mal ein bisschen hinter, wenn du das kannst. Kannst du nicht aufheben, wa? Saß im Mutt, hab die Gabel kaufen. So schön sind die Gabel, ja. Alle sind alle zu sehr verkeilt. Ja, lass da, mach ich so das, was noch drauf geht und wenn nicht. Warte. Einer liegt hier noch. Schmeiß noch hinten hin. Wenn die mehr reinkriegt, dann reißt er die weiter hinter, wenn ich das so richtig sehe. Hm. Ja. Also jetzt macht's fürs Plüpp und gerade so auf dem Hänger drauf. Und nachher sehen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenschwaden. Ja, ich muss auch erstmal wieder warten, ja, sonst wird es zu dünn. Frost, da fährst du mit deinem Bauwagen weg hier vorne, dass ich schon mal lang zippeln kann. Oh. Perfekt. Also lassen wir uns, wenn ich seinen Anhänger noch wegziehen dort vorne, dass der erstmal wegkommt. Ja, nicht ganz so weit weg, ich brauch den Klei. Nee, bloß hier, wo schon alles weg ist. Bitte weg. Weil dort liegt ja auch noch Schwad. Schwad und Wender, können die auf die Bilder rauf, drauf bleiben? Ja, ja. Also. Nice. Die spielen keine Rolle. Was löst, wenn ich erst das Spielen verlernt oder was? Sagt der Pinguin-Schreck. Oh je, Grande mal leer. Wir sind halt nur laufen, bis wir da Dinge aufsammeln. Hätten den anderen Pausenwagen nehmen sollen. Er kann es ja doch noch holen. Ich war gerade mal drin. Dreh's rum. Da hätten wir uns treffen müssen und davor Betriebsbesprechung machen müssen. Von Avatar oder was? Wieso so Avatar, Junge? Look, da ist gleich voll.
Oder du, weil du so viel verlierst. Habt ihr oben noch schon Graz Sport? Nee. Ja, alles. Also alles Heu oben nur noch. Alles Heu. Ja, da kann das dann mal her. Ja. Kann ich ja den erstmal wegfahren und du dann mit Dings weitermachen. Was? Na, Stroh mit pressen. Heu. Ein Hänger ist eh erstmal voll. Du dir deinen anderen Hänger und ich fahre die beiden auf dem Hof. Das geht auch. Fahren wir in die Scheune, ne? Ich hätte sie verkaufen können. Na dann warte kurz, dann fährst du Richtung Scheune und ich fahre verkaufen. Eine Vorrat von Gras kann man doch trotzdem hier in die Scheine kippen, ist doch nicht so schlimm. Wir haben ja genug Grassilage. Eigentlich von dem Heu hätte ich was abgekippt. Wegen Mischfutter. Ne, da fahre ich das gleich verkaufen, ja, und da krache ich auf der anderen Seite gleich nochmal aus. Du bist ja soweit voll. Bekommen wir erstmal eine Weile aus. Irgendwas zuckt hier am Trecker. Muss man noch dein Batteriekabel gucken, Junge, den das alles geht. Haben wir einen Helfer irgendwo an? Nee. Nein. Wieder von 26 auf 20 km/h runter. Bei mir auch. Das hängt. Das ist ja nicht der Traktor, oder wenn, dann ist es. Das hängt, weil die Idioten das Internet gedrosselt haben. Naja, gut, bei mir ist auch gerade. Es schwankt im Livestream zwischen 7000 und 5000. Also, wenn es im Stream mal ruckelt, nicht erschrecken. Na, weil die Internet gedrosselt haben, hängt ja auch damit zusammen. Das heißt, merkst du nämlich dann, oh, wenn du streamst, merkst du das ja auch nochmal. Gelle? Karl-Heinz? Nö? Also bist du jetzt auf Verkaufen gefahren, oder? Ja, ja. Hast du die schon verkauft? Was bist drauf vor mit die Anhänger, das ist alles weg. Boden? Na, klein auf der Feuerwehr hier beim Verkaufskinder hier. Ja, abbiegen, ja, ja, nein, jetzt, ja. Mensch, Junge. Da fallen mir gleich die Ballen runter. Steigst du jetzt aus? Bist du vorher noch? Den Ballen auf. Dann ist die alle Inseln nicht tragen oder was? Nein, jetzt ist einer runtergefallen. Ah, oh, Junge! Ach, die rutschen auch aus dem Gitter raus, wa? Na, da ist er oben drauf ganz gut bestickt. Ja, ja. Naja, wir machen ja auch voll hier, die Dinger. Bringen ja, war es eigentlich bloß drauf fahren, da war doch ganze Anhänger leer dann. Bloß drauf fahren, ja. Weg waren sie. Kannst du auch abkippen mit den Anhängern, ne?
Ja, naja. Ich will überrascht abkippen, mal, da wird das ganze Ding schon leer. Achso. Das ist mal Svenny fahren, da weiß wie das ist, wo ich damals einfach vorbeigefahren bin und die ganzen Anhänger wurden oder leer. Die haben geflucht. Ihr hat's gefreut, ja. Du Dreckschwein, schau da hin auf der Riebe, ging das los. Ich sag, kannst du doch machen, bloß bis zu mir kommst du nicht. Kannst du mir jetzt hier im Spiel hinterher rennen. Ich hab's leider verkehrt im Hybrid. Jetzt steht der Anhänger gerade auf der Straße noch. Oh, Junge, Junge. Trink doch mal Bier, Falki. Na mach ich doch schön, guck mal, nicht zum Saufen, ja. Aber geh nicht in den Pausenwagen, da ist ein Bild von Mona Lisa. Das ist ein alter Neige hangen. Da holt doch den anderen Pausenwagen mit dem ordentlichen Tankanhänger dran. Das ist gut. Das ist doch der alte Pausenwagen hier, oder was? Der Krabbe, ja. Denn du letztes reingepostet hast, der war ja von euch, ne? Der andere. Wo du das Bild reingepostet hast. Dicke? Der Graue. Ja. Hast du ohne dicke Neige gehangen, los? Ein Hoch auf die Mona Lisa. Ja, wie sie gleich erstmal gucken gehen. Geh mal gucken, draußen. Da kommt doch Kuckuck. Hm? Also, die geht die Schlupper mehr an, oder was? Der macht vielleicht auch Kuckuck. Das Halfter abgeschnallt oben rum, hä? Moin, GSG Lex. Was, die schalten hoch zu? Ja? Hast du mit denen eigentlich schon mal eine Mordvorstellung gemacht? Mit wem? Mit dem Bauwagen. Nein! Ich häng den jetzt an und klapp den zu und dann bring ich den weg. Warum denn? Geh doch mal rein und mal einen Pfund Kaffee raus. Nee. Ihr habt doch schon wieder nur Kretze im Hirn. Guck doch mal kurz rein da. Ich hab da vorhin schon aus Versehen ich reingeguckt. Mal runter vorne, dann guck ich schon und Lucia mal um die Ecke. Mach die Fenster zu, nicht dass man von draußen reingucken kann. Ach, hey. Willst du reingucken? Ja, los, mach auf. Ich guck. Jo, ne, den kenne ich doch schon, mein Freund, ja. So muss es sein. Mal, Fenster zu. Moin. New it, ja. Also kann ja ohne gehen. Machst du über Facebook Stream oder was? Nee, Twitch. 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 Bei dem Steady hier könnten wir nochmal die Dieselpumpe aufdrehen. Warte, kommt Uni aus dem Pinsel hier mit 38. Vorne weg war nicht schlecht beim Russen hier. Der fährt bloß 31. Warte mal nicht rum. Svenny, hast du schon gemerkt? Was? Ich sag, hast du schon gemerkt hier? Was? Na, das. Wenn du Stroh presst, dass trotzdem nur Gras rauskommt, ja. Ja, das ist der Rest. Der Rest? Vom Schützenfest. Ja, und dann kommt Stroh. Na da. Ah, oh ja, jetzt hat's umgewechselt, hast recht. Ich dachte schon. Ah, oh, der mit seinen elenden Anhänger, ja, ey, du bist nur am Kurbeln.
Jetzt habe ich die Hummel verpasst. Wieso? Deine Frau liegt schon neben dir, was willst du da verpassen? Die hat einen anderen Spitznamen, aber den sage ich. Erzähl mal. Nee. Jetzt sind wir aber gespannt. Aha. Alter. Nicht im Livestream. Aha. Da hast du Angst, dass ja alle wissen, wie es dir dann ist, wenn du angerufen wirst oder was. Aber ich soll meine Ecke raushauen mit den Namen, hä? Nö, klar. Nö. Wir wollen ja bloß die Handynummer, das reicht. Ja, setz es aus. Wir rufen einfach nur mal kurz an. Das wie du immer sagst. Nicht gibt's. Ach, und dann die Hammer von dir die Nummer. Ja. Viele Grüße von Falk. Wenn ich nur das Maul oder was, ihr habt mir die Wahl lassen am Zahlen. Sollten uns mal vorstellen. Ja. Sollten mal vorbeikommen. Ich kann wieder draußen mit dem Hund schlafen oder was. Verkaufen. Welchen Tankanhänger wolltest du denn haben? Den HL50? Den blauen, den kleinen, den du hinten am Baubachen dranhängen kannst. Bist du entweder jetzt runter zur Menotankstelle fahren, auffüllen oder kommst du her? Guck dem Mio überhaupt zu. Der hat keine aus, Zeit. Wird doch auch in seiner alten liegen. Ach, der ist auf Montage. Quatsch, der ist daheim. Ist der schon daheim? So. Ja, warum kommt der dann mit Zocken in so Ischem oder so, Hans Wurst? Weil er auf seiner alten liegt. Ja. Na los. Ach, da hat wir heute Gemeindeversammlung da. Gute Sachen, ja. Ach so. Da muss er erst mal das Auto in der Garage fahren. Ah. Stoß der Protest, oder? Ja. Bremssattelüberprüfung. Ich guck grad zu, wie blöd er sich anstellt beim Anhängen. Svenny, wenn wir dann wieder mal hier aus der Quarantäne herauskommen, diesen Rotz hier, da kannst du mal bei mir vorbeikommen, kannst du mal den Kartoffeldämpfer bei mir abholen daheim. Ich hab noch einen da stehen. Ja? Ja, da funktioniert noch eins auch. Wir uns bloß mal dann, wenn es mal klappen tut, wird er mal einen Termin ausmachen. Ah, krieg ich mal hin. Hast eine Balle verloren. Hä? Hast eine verloren. Solange wie die Reven da am Traktor sind, ist alles gut. Ich sehe ja nicht. Ich stehe ganz schön schief, aber ich versuch's trotzdem mal. Ah? Mit Maus und Tastatur. Es war schön, aber selten. Ups. Auch du lernst noch. Wie schöner wird es jetzt hier rumzukommen? Ist schon wie so eine kleine Map-Besichtigung. Jetzt fahren wir im Pausenwagen und den Tankwagen schön erstmal eine Runde spazieren. Wir machen Konsum fahren, ein Fleischer beifahren. Ach, das Gebäude, was ich dir geschickt hatte, Sven, das kannst du aufbauen. Das war ja auch so ein bisschen auf die DDR. Wienerkurven. Ja, das muss schon mal. Noch hier getrimmt und das sah ja richtig gut aus. Mal angucken. Was das Rücklicht für Back damals war, das war ja auch aus dem Motor gewesen, ne? Naja. Ja, manchmal sind ja schon gut, ganz gute Sachen dabei. Das war nicht immer, aber manchmal ist schon gutes Zeug drinnen. Hm,
Die anderen Zuschauer sind recht still heute. Weil du kein Bier ausgibst. Ja, entschuldigt. Ich fahr jetzt erstmal. Ich dachte, der kommt mal vorbei mit seinem Pausenwagen, aber. Hast du Durst oder was? Er hat ein Bier holen. Mir kratzt das so im Hals. Ja, kann er leider mal beim Fleischer vorbeifahren, ein paar frische Knacker holen. Ne, Danny kann gleich mal hier ein Abo dalassen. Was? Der Danny kann gleich mal hier ein Follow dalassen. Mach ich gleich. Aufs Herzchen drücken, weil die Liebe ist groß hier. Ich drück dir gerne aufs Herz. Die Versuchung ist eine Illusion, aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Jetzt sind auf jeden Fall alle wach, weil der Sound mega laut war. Was? Ja, genau. Ich habe einen Follower-Sound von dem Film Hellraiser. Der ist aber mega laut irgendwie eingestellt, glaube ich. What's up? Was will er von mir? Ne, du hast ja bestimmt Ton aus beim Stream. Ja. Das konnte ich ihm hören, dass mich da irgendwie einer von der Seite am Maul. Einmal frei. Wie gesagt, bei den Strohanhänger war eigentlich geplant, dass ich das, dass ich da bloß einen Hänger habe und dass du da im Shop wählen kannst, was du für Aufbau haben willst. Aber das hat nicht ganz funktioniert, weil man über die Shop-Auswahlfunktion die Collies nicht ausblenden kann. Da waren immer von den anderen Aufbau, den ich nicht wollte, die Collies mit drin. Da musste ich dann drei draus machen. Ein bisschen blöd, aber geht auch. Ist doch mega. So, wer braucht jetzt noch was aus dem Konsum? Ich nehm Packen Wiener. Knacker und Brote. Die hol ich vom Fleischer. Da hat er das. Und ein paar Semmel. Bring mal ein paar Kippen mit. Ja, sagen Kippen sind ja wichtiger. Ein kühles Blondes. Bitte Ente 23, bitte. Bahndamm drin, der Abend. Oh, eine schöne Effi. Keiner will eine Vita-Cola. Was ist noch? Heißt sie, Das will ich nicht normal hören. Grad der, der den ganzen Tag nur an der Wasserpfeife schnurschelt. Lässt die Hälfte liegen oder? Nein, nein, das mache ich dann, wenn du mal ein bisschen weiter weg bist. Naja. Aber kommst du nie aus dem Sacke? Warte, wenn ihr was aus dem Sack kommt. Bin nie wieder wie ein richtiger Mann verkommen. Aber du willst jetzt nie in die heiße Luft. Ich hab eine Fahne. Oder Schild Baustelle. Oder ich ergebe mich. Blaue Schlupfendunst. Wegen Roharbeiten nach innen verlegt. Ich vergesse gleich wieder meine anderen Roller zu machen. Heute ist schlecht Wetter. Bei wem? Bei dir? Ja, bei dir. Oh. Immer schlecht Wetter. Jungs, ich glaube, ich muss euch aber enttäuschen. Der Fleischer hat noch nicht offen, ne? Hey, da macht das um 9 auf. Muss mal höflich klingeln. Klingel mal an der Tür links daneben. Außerdem bist du doch noch am Fahren, du bist doch gar nicht da. Bisher wird's nicht dauern, ja. Da hat von Weitem geguckt. Oder der Fleischermeister macht bei der Verkäuferin gerade nochmal Milchkontrolle.
Er ist gerade am Weizenschlag. Sag mal. Die ganze Zeit fliegt die Fische dort hinten. Nein, die. Hm. Immer noch drauf. Ah, jetzt ja. Oh. Der Nude doch. Hä? Er ist Ballen jedes Mal da drauf zu kriegen. Sven, die kannst du durchs Gitter schieben, wenn sie in der Hand hast. Ja? Ja, brauchst du nicht drüber schmeißen. Dort, wenn du eine Ecke Luft hast, einfach reindrücken. Hat gerade nicht funktioniert. Sagt der dicke Uhr immer, wenn du dort bist. Geht das wieder los? Hat nicht funktioniert. Da war wieder mal nur Luft im Sack. Schieben durchs Gitter, du Schwein! Jetzt. So wird die Dicke immer gefüttert. Gut, dass du nicht mehr durch die Tür passt, wenn du dich abhauen willst, ne? Bitte runter. Das ist gemein, wie ihn Sven ärgert. Bei mir gehen die auch durchs Gitter, ich weiß nicht, was du da in den Nein kriegst. Da hol ich eine Magiersüchtige ins Haus holst. Was für Ding? Ja, genau. Erzähl, hast dich schon vermisst verzapft. Weil sie dir eine Magiersüchtige ins Haus holt, hat er gesagt. Schreit auf in die Ballen, du Gollum. Achso, ja. Wir auch? Ach ja. Warum haut denn der die jetzt nicht mehr hin? Und das gibt's doch gar nicht. Jeder Rotzball fliegt jetzt runter. Ja. Was für ein Sprung. Oh. Bei dir aber auch, oder was? Ja, ja. Aber irgendwie brechen die Millisekunden beim Server immer wieder auf 40 hoch, wa? Geschwindigkeit schwankt auch. Dann müssen wir aber nicht mal gucken, ob der von uns stabiler ist. Naja, und so viel. Ja. Wir haben ja extra wieder einen bei Very Games geholt. Die besser, ja? Dann müssen wir alles machen. Nitrate scheint nicht so das Beste zu sein. Nee. Hab ich noch nie gute Erfahrungen gemacht. Ja, aber welchem Spiel?
Aber was ich jetzt mal machen werde, ist mal Sven seinen Hof besichtigen. Machen ruhig mal eine kleine eine Rundgangführung. Hast du gerade eingekackert oder warum hat das so gedauert? Wenn man muss, dann muss man, ne? Stimmt. Habe ich den Kumpel verkauft, der da drinnen stand? Ja, ne? Ja. Was hast du verkauft? Das Fahrzeug, was da drinnen stand. Was nicht existiert. Na? Könntest du auch mal ein bisschen bewirtschaften hier deinen Hof, was, Sven? Tore offen stehen lassen. Auf der Wäscheleine hängen. Ja. Wie ist denn wieder heim? Wie zu Hause. Ah, ist schon schön geworden. Mach mal das Tor zu, wa? Ja, möchtest du zumachen, ich soll erstmal mit dem Merkel, bevor der Tiere stehen. Ach, Gottes Willen. Ich glaube, da wird noch ein Panzerfaust raus. Ich hoffe, ich kann meinen Fleischer wenigstens irgendwo wenden, wenn der noch zu hat. Komme ich hinter. Ich hoffe, du lieferst nicht immer so Sprit. Ein Wunder, wenn Stillstand auf dem Acker ist. Wenn hier jeder extra Fische hat, von wegen Ernte 23. Ja, Pregatschee muss sich schon um die Arbeiter kümmern, also du musst so einen Kopf machen, also du kommst in der Rings rum. Ja, ah, ist noch alles zu. Ansonsten gehen wir alle heben. Haben wir nimmer auf unserer eigenen Genossenschaft eine Landküche? Ja, das fehlt auch noch, ne? Wo unsere Landfrauen uns Frühstück und Mittag machen. Und Vesper. Das hast du schön gesagt. Vesper habe ich ja auch schon lange nicht mehr gehört. Ja. Die DDR-Kinder, die wissen das noch. Ja, nicht? Muss wenn die wohl noch am Feldrand hinmodden. Frauen Pappen oder so, die Frühstück bringt. Mit so einer alten Blech-DDR-Brotdose in der Hand. Ja. Der alte Kittelschütze um. Mit dem alten Gummiband rum. Kopf doch auf den Kopf, wie sie es früher hatten. Wieso sagt ihr nichts? Immer einen kurzen in der Schürze noch drinne. Sind wir alle ruhig, die Zuschauer oder was? Ja, so geschrieben wird ja nicht so viel. Also, wie gesagt, der GSG Lex, der hat sich mal geäußert mit Moin Moin. Und Danny hat mal geschrieben, ansonsten 6 Zuschauer und alle still lauschen sie unserer Klinge. Ihr habt ja schon alles fertig gemacht, oder sehe ich das falsch? Dann komme ich mal rum ja, mit den müsste Hängen. Alles fertig sein, ja. Ah ja, ein bisschen unsauber, wenn ich das hier so sehe. Hier ist noch ein Häufchen. War bestimmt Falki. Nichts machen, weißt du? Ich sorge für Futter. Guck mal, kurz vor 9, Frühstückspause, perfekt. Die Würste sind oder die warm? Da sitzt er drauf. Das ist... Okay. Das ja, alles wegen der Mona Lisa. Muss mal auf den Anhänger springen, Juri. Wo bist denn du wieder her, unser erster Brigadier zur Stunde? Ich rede jetzt erstmal die Bude um. Da
Das hakt euch stellenweise jetzt hier, dieser Rotz. Also stellenweise durch die Ballen mit, durch vielen Ballen, da müssen viel rechnen. Aber schon immer ein Problem gewesen von Giants. Den Ballen. Kann ich jetzt hier in den Pausenwagen kann reingehen, ohne dass hier irgendwas kommt, was irgendwie nicht... Nee, da kannst du reingehen. Okay. Ja gut, FDJ-Flagge. Alter, da ist keine Mona Lisa drinne. Die gute. Welches Dreckschwein war hier mit seinen sputzigen Gummistiefeln drinne? Oh, yeah. Das war die Mona Lisa. Und ist schon ein bisschen älter. Geht der Lichtschalter? Ja. Aber eigentlich müsste in Beleuchtung gehen, glaube ich, wenn ich das mitgemacht hatte. Ja. Da kannst du gleich mal feucht durchwischen. Ja. Total toll. So, das war sehr anstrengend. Nice. FDJ-Fahne. Ist auch noch geendet. Alter, das sieht schon geil aus. Was? Ich. Ja, kannst du mal abfahren. Ich geh jetzt erstmal in Rochen. Ihr habt schön alle im Blick im Livestream. Stehen wieder zwei volle Hänger rum und du gehst jetzt Rochen oder was? Ja. Ja, da gehst du in Rochen, wenn du wiederkommst, da kannst du ja die Hänger wegschaffen, dann müsste der Fleischer dann auch schon fast offen haben, denke ich mal, oder? Jo, ja, da kann ich ja auch erstmal in Rochen gehen, ne. Okay, eine Frühstückspause. Ja, ich kann ja eh ne weiter, ja. Ich hab ja keinen leeren Hänger mehr. Oh, jetzt bis runter, dann rauch ich auch erstmal eine. Da pfeift der nämlich Dicken. Der Fuchs. Nee, ja, der Fuchs pfeift. Ach, du bist ein Fuchs im Pfeifen. Du erst wieder. Was ist jetzt los? Basti hat den Server verlassen. Internetprobleme. Weiß ich nicht. User in your channel timed out. Also, einer fort. Computer stimmt, abgekackt. Internet abgekackt. Er wird dann doch Rechner. Erstmal alles machen. Oh, Schulz. Oh, 10 Nachrichten. Habt ihr schon wieder einen am Rad hier? Falls du einen Vogel siehst, hör auf zu saufen. Es ist eine Katze. Aha. Diese blöde schon wieder, ja. Rechner abgeschmiert, hab ich doch gesagt. Der Absafter steht hier auf der freien Fläche wie angewachsen, ja. Was ich beobachten kann. Da ist der Rochen. Da sieht das doch trotzdem. Die Versuchung ist eine Illusion. Aber die Zeit der Verführung ist nun vorüber. Und in diesem Spiel werden wir zeigen, was uns wirklich auszeichnet. Danke für den Follow. So, da bin ich wieder. Habt ihr die Hänger abgehangen wenigstens schon? Na klar.
Ja. Kannst du nicht so rasen, nur nicht, dass du die Hälfte verlierst. Denke dran. Ah, der Robert guckt uns auch zu. Jetzt bloß mal weggucken. Wegen der Mona Lisa. Nee. Rückwärts den Hänger anhängen. Oh, meine lieben Kollegen, ich muss dann leider auch langsam in den Feierabend gehen. Letztens um 11 habe ich auch ab. Das ist alles ein bisschen knapp morgen früh. Na, das habt ihr ja toll beladen hier, der zweite Hänger. Alles da vorne. User entered your channel. Oh, der Robby hat so geschrieben, den hast du nur wegen Svenny bekommen. Einmal frei. Da ist ja morgen Abend um mir auch mal mit da. Gucken. Ich auch gleich aufmachen. Wie spät ist denn? Was? Wie spät ist denn? Halb elf. 58. So, ich geh erstmal fix den Rochen, ich bin gleich wieder da, Jungs. Ich dachte, du warst schon lange. Nee, nee. Ey, was machst denn du? Steig mal aus deinem Kocher aus. Oh. Ey Junge! Eingehauen. Sven! Hä? Steig mal aus! Was war denn das jetzt? War das jetzt ein Bug oder was? Was? Du hast gerade einen leeren Anhänger hier, dort hier. Hinten raus die ganzen Ballen bis hierher in der Luft schwemmen.
Und jetzt, wo du. Das war bestimmt Synchro, weil bei mir ist alles richtig. Und jetzt hört dort sie alle wieder reinflutschen. Ich hab auch gedacht, ich hab zu viel gesoffen, ey. Ja, bis gleich. Jede Minute kann ich auch noch warten. Na, das Angebot für den Fleischer, ne? Ist nicht schlecht hier. Wellfleisch, Rippchen, Pferdesalami, Bockwurst, Bratwurst. Achtung, Synchro. Jungs. Jo, mach's gut. Jo, ciao. Willkommen im Hofladen. Was darf's sein? User disconnected from your channel. Willkommen im Hofladen. Was darf's sein? Bin immer noch zu fett für den Fleischer. Ich glaube, da kannst du gar nicht reingehen. Also ich bin nicht reingekommen. Was war jetzt mit dem Rechner los? Keine Ahnung, da hat auf jeden Fall gehakt. Da war ein schönes Standbild zu sehen, Danne. Das ist natürlich nicht gut. Nein. Ich muss morgen mal über den Tag mal den Cleaner durchlaufen lassen. Wiegeplatz hier zum Wenden suchen. Und nachher noch mal mit Autoload-Anhänger oder sowas drüber fahren. So, Hänger stehen bereit.
Soll ich im Anschluss gleich das Stroh nochmal schwaden, oder? Na, ich denke mal, viel werden wir heute nicht mehr schaffen. Also, wenn wir das hier fertig kriegen, ist schon gut. Ja. So, ja, Ronny ist wieder da. Jo. Habt ihr so ihn an, ja? Na klar. Na klar. Das Geleck ist schon wieder her. Weil da bist du noch nun. Das war ein Käse, ja ey. Das zeigt das Symbol zum Anhänger in Nords. Jetzt. Lass den Hänger hier stehen, ich nehme frischen, sonst da fallen die wieder runter. Ja, ja. Der Razor. Ein ja? Frisches Schnitzel. Hast du gerade Luft, ja? Ja. Ja. Kannst du mal mit dem Ballengitterwagen zu mir kommen? Ist noch einer frei? Ja, ein voller. Das ist schlecht. Ja, voller, du bist in unserer Welt. Reiser. Wieso, wo bist du denn überhaupt schon wieder? Ich bin hier hinten. Ich würde jetzt die Ballen mit dir mal auflesen. Ja, warte, denn. Ein paar passen ja mal rein. Svenny, machst du ein paar Bilder oder was? Ich nö. Nur ja, könnte sein, wenn du gerade draußen rumhupst. Draußen. Ich hab mir nämlich auch schon Bob gemacht. Mal extra noch ein bisschen mit hochladen gehen, weißt du? Ach, schau, Arsch, Arsch, heute Abend latsch ich dann nicht mehr hoch. Boah, ich mal anhalten wegen Arbeitsschutz hier, nicht schnell einklemmen. Bist du denn jetzt überhaupt, Basti? Ja, bin ich. Nimm Falk. So. Keine Ahnung, warum da die manchmal weit hinter schmeißt und manchmal nicht. Das ist, ja immer, das ist ja immer bloß, wenn du hier da langsam vorne zu voll wird und dann fällt wieder Bums, weißt du, gerade so, dass noch auf dem Hänger noch fliegt. Und nachher mal sehen, wie es bei den Stroh ist, ob es da auch so ist. Du musst hier mal Dings mit reinnehmen auf dem Server. Mehr, ja. Dass die die Schwaden höher sind, weißt du, da gibt es ja Dings. Dann sind die ohne so mini-haft und wenn die beim Spiel denken, immer ein bisschen ja, höher liegen und so, da hat die beim schon ordentlich Power dann, dass wir fliegen die bestimmte Stücke weiter dann, weißt du. Ja gut, wenn ja kein Dünger oder was drauf war, dann liegt ja auch nicht viel Gras. Naja, aber da sehen die Schluten an sich ja auch noch besser aus, dann weißt du.
So. Ich heb nochmal den von der Straße auf und dann. Was machst du schon? Na, umfahre hier. Werf rauf von der. Mit. Genau. Ja, die ist natürlich auch verbaut, na logisch. Hat ja Sven gemacht, die Feuerwehr ist verbaut, hat der Robby geschrieben. Ja klar. Und dazu muss ich auch sagen, es ist ein cooles Gimmick, dass du da deinen Namen drin verbaut hast, und zwar unsichtbar. Das sieht man nämlich irgendwie nur, wenn Fahrzeuge drin sind. Um was geht's denn? Die Feuerwehr. Die Feuerwehr, die platzierbar. Ja. Die habe ich ja fest verbaut. Die ist echt gut. Die Sirene, die geht natürlich auch. Ja, mit der Original-Lehndorf hat sie sowieso nicht mehr zu tun. Das Ding ist ja komplett überarbeitet und umgebaut worden. Und es läuft da alles über Club A-Skript. Und wir sind ja noch nicht fertig, noch Svenny. Da kommt ja noch das Gille-System. Jeder kriegt noch seinen eigenen Hof. Wir verraten hier noch nicht so viel. Wieso denn? Das ist doch erstmal. Aber wir können mal die Feuerwehr-Sirene anmachen. Umso neugieriger werden sie da alle. Feuerwehr von Robert ist verbaut, die KFL. Rühm, Kartoffelwasch. Ah, schon ein schönes Stück. Wir haben alles beim Umbauen von der Map ein bisschen kompliziert gemacht. Teilweise. Hätte man einfacher machen können, aber ja. Aber sie läuft doch fehlerfrei, was willst du mehr? Nee, sie läuft einmal frei, ohne Ruckeln, ohne Fehler. Darauf kommt es da an. Und erstens, was jetzt so alles drauf gekommen ist, ist ja auch erstens übers Bombe, weil es alles auch gut aussieht. Na, nur der Schäder noch, was wir hier von der Kandelin, von der Gemeinde Rade rüber geholt haben. Du weißt, den ist doch nicht schlimm. Du darfst seine Tricks nicht alles verraten. Da gucken die anderen auch und machen das nach. Das macht er nicht. Ach, je. Ach, du machst schon wieder Häufchen hier, ja? Jawohl. Wo ist der Anhänger? Da hinten. Dass die ganze Wetterstimmung noch ein bisschen ordentlicher rüberkommt und besser aussieht. Ballenwettrennen. Oh, ich hab meinen Der verloren. Wetterwechsel ist jetzt richtig geil geworden. Na, weißt du, wenn das Ding dann auch mal noch seasonsfähig ist, na, dann ist er Bombe. Ja, genau. Was? Seasons. Das ist wirklich das einzige, was noch fehlt, ne? Aber Arsch den ganzen Rest fertig ja. Ja, wenn die dann mal so komplett halbwegs fertig ist, dann
vorher hat das keinen Sinn. Wie ist denn das überhaupt bei den Season? Dann musst du da auch wieder weg im Terrain, hä? Da gibt's einen Materialhalter und dann tue ich das, wenn ich das so richtig gesehen habe, bloß im GE malen und dann. Da richtig liege, geht da, du musst da auch erst mal gucken. Na, bei Null musst du trotzdem wieder anfangen oder was? Ich denke mal, da werde ich wohl Bäume tauschen müssen ohne Ende. Na, das auf alle Fälle, weil das da der Luan damals mit der Kandelin hatte, das ja vorneweg auch alles machen müssen. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Ja, alles kein Stress. So wie sie bis jetzt ist, ist der Uhr eigentlich schon verdammt geil geworden bis jetzt, was man jetzt ja, kann man nicht meckern. Das stimmt auf jeden Fall. Ist schon eine ordentliche spielbare Map geworden und vor allem durch die ganzen Umbauten und so und wie wir so haben wollten. Oh, halt. Nee. Da macht es schon richtig Bock, das Ding. Was habt ihr jetzt wieder kaputt gemacht? Oh, ey. Die stehen hier alle rum, das klingt nach Kette gerissen. So ist, wenn die weiter geht's. Nee, wenn das vorne zu viel wird im Hänger, du fliegst dann drauf. Da haut's manchmal gleich 2-3 wieder vom Hänger runter. Ja. Das ist. Was? Hätten wir uns so waschen sporen können, ey. Das ist genauso alt wie vorher. Oh. Ich hab ja von Robert auch noch die schöne Waschhalle da, wo du mit einem Traktor oder sowas reinfahren kannst, aber da gibt's noch kein Skript dafür. Ja, wir müssen erst mal gucken, wie wir das mit dem Rübenruder überhaupt hinkriegen. Dass wir das so mit ins Silo reinkriegen, weißt du, das Rübenblatt. Ach, bloß die Textur von gehäckselten Rübenblatt. Weil wenn das noch funktionieren würde, weil der Rotor, den ich euch mal geschickt hatte, da hatte das ja hier, wo der das besonders haut, was ich heute die Bilder in die Gruppe gehauen habe. Das kannst du ja herrlich verwenden, das gab vor allem, das gab's ja schon mal, weißt du? Vor einigen LS, ja. War verdammt geil. Kurz es wieder mit verwenden, weißt du? Das ist ja das Gute. Aber du musst bestimmt mal auf den Hänger hopsen, ja, sonst wird's nicht mehr. Ja. Ne. Bleib ich mal kurz hier stehen und mach die Presse mal aus. Brauchst bloß am Mausrad drehen, da bist du oben und dann geht bestimmt ein bisschen besser. Was denn der Eisenrübel überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Ich hab ja gerade einen Absafter da hier. Der muss erst mal sortieren. Das ist schon ein Bockleiter holen oder was? Ne, wenn ich über ein Dings rüber gehe, dann. Ne, du brauchst bloß, wenn du dich jetzt hier hinstellst, wo ich stehe, dann drehst du mal das Mausrad. Das hab ich gerade gemacht. Ja, ja. Jetzt geht's langsam los, ja. Das Geile war ja, wo es das erste Mal auf der Map war, haben die Frage, warum bin ich unter der Map? Ja. Das solltest du mal am Mausrad drehen.
Ich habe mich durch den Shop gescrollt und denke mir so, warum bin ich denn jetzt einfach mal unter der Map? Was ist das denn für ein Fehler hier? Das Ding, das du nur noch als Aschsbild hochladen, ja. Das sieht so herrlich aus. Da oben auf den Hänger drauf rumzappelt, ja. Oh, Svenny, wir tun gleich was verlieren. Ja, wenn ich hänge ich ab und nehme einen anderen Hänger. Warte, ich fahr ein Stück zurück, ich hänge ab. Da nehmen wir vorne mal noch die Dreier weg, genau. Ich denke, so müsste das schon mal gehen. Die verkanten sich aber immer wieder. Gut. Versuch mal. Ah, Hummel kommt auch schon wieder geflogen. Herste. Ja, den. Das hab ich richtig gut hingekriegt mit der Hummel. Das gefällt mir. Robert schaut doch gerade zu. Mhm. Da wissen wir nicht gerade, wie es gehen sollte oder was, dass man die überhaupt mal zum Fliegen bringen könnte. Der hat gerade geschrieben, Waschhalle hatte ich ja für den 17er eine schöne gebaut. Müsste das, wenn die aber haben. Ja, genau. Naja, die habe ich, aber die kann ich nicht einbauen, weil es da kein Skript davor gibt. Das ist das Problem. Momentan noch nicht geguckt habe, ob ich das vielleicht so irgendwie hinkriege, aber das kriegen wir auch noch hin. Hab's mal hoch. Mhm. Wir müssen noch die Schlute drauf kriegen, ja. Also hier bei uns war auch ein Anhänger voll. Na, weil sie sowieso der letzte wäre, wäre aber Quatsch, wenn du extra nochmal einen neuen Anhänger nimmst, ja. Bleibst du oben stehen? Nee, fällst du noch nicht weiter vor. Ja, er schubst mich auch immer wieder nach hinten, also. Ich kann auch die anderen Ballen, weil sie jetzt verkantet sind, nicht ziehen. Na, lass doch. Na? Ups. Gerade von selbst erledigt das Problem, die haut es automatisch wieder hinterher. Ich ein bisschen was verkantet hatte. Ah, gerade so drauf. Hier himmlisch noch einer. Kleine Busch. Warte. Meine. Spring schnell raus. Schmeiß dir die Bäden hoch. So, weiter geht's. Anderen Seite, die wollen wir weg, weil ja auch ein Uckert steht noch rum. Hätten wir vorhin schon eingesammelt. Die haben wir schon eingesammelt, ja. Liegt im oberen Teil noch? Fallen? Genau, auf der anderen Seite, hüpst, da ist wieder runter geflogen. Nee, oder? Doch, da ist drüber geflogen. Alle weg sind. Ja, bleib erstmal hier, falls du mal einer runterstürzt. Ja, ich fahr ja eh hinter dir, ja. Das war immer nicht. So. Habt ihr die alle verkauft jetzt, ja? Ja. Ey, was habt ihr hier alles noch liegen lassen? Da liegt doch auch noch Zeug. Wer hat denn da Eisenriebel rum? Ich fahr grad vom Feld, du Juri.
Robby schreibt, Skripte kann ich euch leider nicht helfen. Ich kann nur 3D-Modelle. Hat er einen, der das machen kann? Der kennt er da einen. Im 19er gab's das, aber ich glaube nicht, dass das im 19er funktioniert. Manchmal hat man Glück, da funktioniert's. Zeug bringt du einen ganz schön Blasche, ja, du wirst schon gedacht. Ja, der Svenny. Hat er gerade geschrieben, der Robby. Wegen was? Wegen Skripte wahrscheinlich. So, ja, na, ist überhaupt nie jetzt gerade rum hier. Ich hab gerade den Pausenwagen. Wir machen ja erstmal noch fertig. Ja, mein Hänger ist auch voll. Ja, unten ist er jetzt fertig. Nee. Also ein Haufen liegen lassen, ne? Na, ein Hänger ist voll und in zwei Bahnen sind noch. Ich bring mal den Russen weg. Jetzt gib da an, wenn wir fertig sind. Blöd, musst du vielleicht auch mal abkippen vorn. Du brauchst den abkippen vorn. Bist du manchmal so Ronny, hä? Das ist ein Hugo. Ja, der Hugo. Hugo am Arsch, oder was? Ja, das müsste es gewesen sein. Oh, ey, die Typ ist Sekunde. Ja, zwei Bahnen, ja, schön. Warte, ich mach die Presse noch leer. So. Hast du den vollen Hänger noch leer? Ich hab keinen Traktor mehr. Ich meine hier Absafter. Ich einen vollen Hänger? Ja. Naja. Kann den gleich noch holen, alles gut. Unterwegs, ja. Hey,
Lass die Fleischers Frau in Ruhe. Ah. Ui, Svenny, was denn jetzt? Falk. Bist ruhig. Denn wo hat er den Hänger hingestellt? Achso. Ecke. Du kannst schon wieder verlachen, den du Rindvieh. Svenny, weißt du, was wir ja auch noch brauchen, bevor es durch die Seuchenwanne geht? Ich nicht. So wie du es bei der Zuckerrübenbude gemacht hast. Dass du hier nochmal, wo das Holz sowieso stimmt mit dem Container. Auf der Baumseite hier nochmal und nochmal die Ware mit einbaust hier, wie es bei der Zuckerrübenbude hast. Du kennst nämlich auch Ei- und Auswiegen. Oh. Weißt du? Waren sie Loge. Ja, nicht so rum, Juri. Ich brauche mich doch nicht wundern, dass ich mich schon nicht bewegen kann, wenn du mir halb ins Gesicht fährst hier. Also manchmal. Seid ihr jetzt hingefahren mit dem Zeug? Kuhhof. Ich hab meins verkauft und dann auf den Kuhhof. Lichtstoff oder was? Du bist. Ne. Ja, machst du so eine Kackstelle oder was? Ne, hopp mal auf den Kopf raus, du! Drehst du verkehrt oder was? Ja, jetzt ab. Ach, schnell weg hier. Ja, echt mal. Ach, ja, jetzt war der Akku leer. Ach, ey. Ja, das ist. Was bei deiner Frau oder was? Nee. Von meinem Headset. Oh, durchgegärt. Fertsch. Hört's mich an, mit den scheiß Silos, dass du dich so blöd einbauen musst, dass sie wirklich im Winkel sind, sonst. Dann muss der Abstand stimmen, sonst kannst du hier, hast du hier die Lücke hier. Wo sind die Hänger? Ah, okay. Hallo, ist die Spritzer. Was guckst du denn so? Das sagt mal, ey. Schlimmer wie ein paar Eischerl in der Paarungszeit, die zwei. Haut ab, du. So, müssen wir uns noch was wegräumen? Nö, ne? Nö. Dürfte alles sein. Ja, frei. Na gut, dann machen wir den Livestream mal aus. Allen danke ich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich denke morgen, oder? Na ja, sicher. Na klar. Na dann, macht euch einen schönen Abend. Wir sind raus.